Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist es ein Thema über das Abnehmen. Also ich habe jetzt abgenommen, im Juni angefangen, Anfang, und jetzt haben wir Ende August und habe ich 13 Kilo abgenommen. Ich muss sagen, dass dieser Beweggrund war, dass ich mit Tante Rose, wo wir 24 Stunden, 7 Tage lang gepflegt haben, über fast ja, eineinhalb Jahre und ja, dass ich einfach, wir sind ja umgezogen und diese Bewegung, der Sport hat gefehlt und wir sind spazieren gegangen, aber es war einfach zu wenig. Und dann jeden Tag Kaffee und Kuchen, gell? Um 3 gab es halt Kaffee und Kuchen und dann halt mit Sahne und essen, 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 kochen, kochen, kochen und so und das hat mir nicht gut getan, wirklich. Und dann, wo wir dann auch gemeinsam oder die Tante Rosel habe ich den Wunsch hier erfüllt, was sie mir hatte, zum Reiten begleitet habe. Da hat man auch ein Video gemacht, da waren Fotos, habe ich mich angeschaut und dachte, nee, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Ich habe schon 2012 abgenommen, 30 Kilo und jetzt habe ich in dieser Zeit, jetzt, wo ich abgenommen habe, wieder 20 Kilo drauf, das geht überhaupt nicht. Ich war so unzufrieden und natürlich habe ich immer wieder dann auch versucht, selber zu irgendwie was zu ändern und hat nie, frustriert war ich und dachte mir, Gott, dieses Abnehmen ist wirklich sehr schwierig und das schaffe ich ja nicht, nee, nee, nee. Aber jetzt sieht es halt so aus, dass ich die Kurve gekriegt habe. Ich habe, wie gesagt, meine Ernährung umgestellt, indem ich jetzt auch viel wieder Obst und Gemüse esse. Einmal in der Woche essen wir sowieso nur Fleisch, ne? Auch jetzt wegen dem Plastik, also unverpackt, ne? Essen wir und da gibt es eigentlich einmal in der Woche Fleisch und das ist gut so. Ja, meine Portionen wurden halt kleiner und das merke ich dann auch, wenn ich dann normale Portionen mir mache, dass es mir einfach zu viel ist und dann esse ich nicht. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch dieses Essensgefühl zu haben, satt zu sein und wenn man satt ist, dann auch zu aufzuhören. Also das denke ich, dass es auch sehr wichtig ist, ne? Weil also wir haben es eigentlich verloren, richtig diesen Hunger zu spüren, Sättigkeitsgefühl und das habe ich wieder und wenn ich merke, oh, jetzt werde ich voll, dann höre ich einfach auf. So ist es einfach. Ja. Ja, also jetzt bin ich sehr froh drüber und ich habe die Kurve gepackt und das ist gut so. Ich war total frustriert, weil ich wirklich immer gesagt habe, nee, das kann doch nicht sein. Man muss wissen, dass ich auch Tongruppen geleitet habe mal und zu Hause dann auch jede Stunde, also eine Stunde auf jeden Fall voll intensiv Training gemacht habe. Dass ich mich wohlgefühlt habe einfach, ne? Und dann kam der Umzug, nee, davor noch die Ausbildung im Rettungsdienst, also die Weiterbildung, das war dann auch weniger vom Sport, ne? Und man sagt ja auch so schön, wer rettet, der fettet. Ach Kollegen, ja, also viele gehen dann auch trotzdem noch zum Ausgleich zum Sport, ne? Also das kann man nicht auf alles beziehen, ne? Nicht auf den ganzen Rettungsdienst. Und danach war ja der Umzug bei uns und dann noch ein neues Leben mit der Tante, 24 Stunden, 7 Tage lang pflegen. Also es war dann schon eine Sache, wo ich dann auch einfach, ja, einfach mich in so eine Lebensweise gebracht habe, was mir nicht gut getan hat und jetzt diese Änderung vorgenommen habe, ne? Ja, ich muss jetzt kurz Pause machen, meine Kinder sind ja da, ne? Wir haben ja noch 2,5 Wochen Ferien und dann ist ja klar, dass sie auch dabei sind, ne? Da sind. Ja. Also ich fühle mich selber sehr wohl, wenn ich abgenommen habe, ne? Also für mich ist es Befreiung, weil ich doch gemerkt habe, oh, meine Knochen tun weh, also gesundheitlich, ne? Meine Werte, Blutwerte, die waren eine Katastrophe, also wirklich eine Katastrophe waren die. Und wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was ändern und da bin ich sehr froh drüber. Natürlich gucke ich mich an und denke, boah, noch Fett, guck mal dich an und so weiter, aber ich denke mal, was ich schon geschafft habe, war es in Ordnung. Und also es geht, was ich so über mich denke, ne? Also es geht über mich,
ich sehe mich im Spiegel und sehe das. Oder ich bekomme halt mit wirklich, dass ich dann auch, nur weil ich dann unten haben wir die Waschmaschine und hochgekommen bin und dann aus der Puste war, ne? Also das hat mir auch nicht gefallen. Oder mit den Kindern nicht mehr halt geturnt habe oder sonst was. Also das ist alles so ein Kreislauf, ne? Das ist schon der Bus. Ja, und das ist halt die Sache, ne? Was ich dann auch sage, okay, das war für mich. Ich habe nichts gegen dicke Leute, wirklich. Ich mag sie, die sind nicht eklig. Ich umarme die auch. Also, wie gesagt, das ist nichts gegen dicke und jeder so, wie er sich fühlen möchte, ne? Aber ich mit mir selber habe keinen Frieden bekommen, ne? Gar nicht. Gar nicht. Und habe dann auch die Kurve bekommen. Es war sehr frustrierend, weil ich immer wieder. 2017 war das dann auch, wo ich gesagt habe, okay, mit dem Rettungsdienst, oh, jetzt habe ich doch wieder ein paar Kilo mehr und so weiter, das gefällt mir nicht. Da habe ich dann 15 Kilo zugenommen und das gefällt mir gar nicht. Und dann noch, wie gesagt, dann waren 20 Kilo und das hat mir nicht gefallen. Ja. Ich möchte auch, wir sind ja umgezogen hier und möchte auch mit dem Turnen wieder anfangen, also hier zu Hause auf jeden Fall, jede Stunde, meine Stunde, ich habe meine Lieblings-DVD, wo ich immer dann auch geturnt habe und die möchte ich wieder einlegen. Ich weiß, dass es am Anfang sehr schwierig wird, dass ich dann auch ja, Muskelkater bekomme und oh, nee, und heute und was weiß ich, aber ich möchte es durchziehen. Jetzt erstmal diesen Umzug, jetzt erstmal ankommen, jetzt erstmal gucken, dass die Kinder hier Anschluss bekommen, dass ich dann auch ins DRK gehe, als in die Bereitschaft und singen wäre super. Also vielleicht klappt es, dass ich hier ins Chor gehe und gucke einfach, dass wir uns finden als Familie hier und in Lauterbach ankommen. Ne? Dann wollen wir noch Müll sammeln gehen. Das finde ich auch voll schöne Idee. Hier im Schwarzwald, wir wohnen hier im Schwarzwald und dass wir dann auch diese Aktion einfach Säcke mitnehmen und Müll einfach sammeln. Ne? Da freue ich mich auch ganz arg drauf. Ja. Mit den Hunden sowieso und Hundeschule und weiterhin als mit dem Großen jetzt und ja, da freue ich mich einfach drauf. Ja, was für Erfahrung hast du eigentlich mit, wenn du wolltest abnehmen und Ernährung, das würde mich gerne interessieren. Also ich weiß, dass es sehr frustrierend sein kann, wenn es nicht klappt, man haben möchte, wenn man sich ekelt von dem Körper, wenn man nachher einen Badeanzug hat, ne, oder Bikini eigentlich haben wollte oder Bikini. Obwohl, ein Bikini kann man auch als dickere Frau, das ist gar kein Thema, ne? Und so, aber wenn man gewusst hat davor, hey, wie man ausgesehen hat und jetzt sich so gefressen hat, ja, war es auch, dass es einen schlecht geht. Also mir ging das dabei echt ganz arg schlecht, total. Ja, so war das bei mir und jetzt geht's weiter und ich werde euch immer wieder informieren, ne? Also ganz einfach, ohne irgendwelche Abme doch, am Anfang habe ich immer morgens dann sich diese also so ein Pulver-Milchshake gemacht, ne? Milchshake? Nee, das war mit Wasser angerührt. Das hat eklig geschmeckt. Das war die ersten Mal, also das ist so ein Päckle, keine Ahnung, wie viele Portionen. Das habe ich mir dann gemacht morgens mal. Und brauche ich nicht mehr. Nee, brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Also, was mache ich denn? Ich mache morgens meistens entweder so ein Drink, Bananenmilch oder dann auch diesen GF-Kaffeeflocken noch dazu. Ne? Und dann auch noch, ich muss jetzt Pause machen. Ja, meine Kinder. Und dann geht es halt dann auch, also so, dass ich mir Müsli mache mit verschiedenen Obst. Ne? Ja, das macht auch satt. Das macht auch wirklich satt. Und das habe ich früher genommen auch, wo ich in der Gemeinderatssitzung gesessen bin und ich wusste, es gibt ganz lange nichts, dass ich mir das genommen habe oder wenn ich was vorhatte oder Fortbildungen oder halt auch Vorträge, dass ich mir das genommen habe. Das hat mich echt satt gemacht und ich hatte keinen Hunger. Ja, Müsli halt oder so ein Drink mal und dann Mittagessen ganz normal mit Gemüse. Ich habe geguckt, Gemüse soll drin sein, ne? Reis oder Kartoffeln, ne, Beilage. Dann auch verschiedene Salate oder wenn es so heiß ist, nur Salate und dann am Abend. Oh, ich glaube, da kommt jemand. Mein Dackele. Aber ich ziehe es jetzt durch. Das ist halt live, ja, in der Großfamilie. So ist das Leben hier, ne? Und ja, und zum Mittagessen halt verschiedene, dann auch Sachen und so weiter. Einmal in der Woche Fleisch und
Ja, und am Abendessen kommt drauf an, dann halt, was es gibt. Nochmal Obstsalat oder mal Müsli oder Rührei oder Rührei mit Gemüse reingeschnitten oder nur Gemüse dann auch in der Pfanne und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Brot mal, ja, oder wenn ich backe gerne und dann frisches Brot, eine Scheibe. Mit Butter ganz normal, also nicht viel, aber Butter halt und dann halt noch Kräuter drauf. Ja, das mag ich einfach, ne? Also verschieden dann auch. Genau, ihr Lieben, also dann wünsche ich euch was. Einen wunderschönen, heute ist der Montag, ne? Heute ist Montag, ja. Einen wunderschönen Montagabend. Bei uns kommt Gewitter und dann gucke ich mal, dass ich noch rausgehe mit dem Hund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.